Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaft Simulator 2015. Wir sind am Gras mähen, eine Runde. So, mach Gas, mein Freund. Ja, wir sind ja letztes Mal hier schon angefangen und haben Gras gemäht für die Schweine. Für die Schafe haben wir es gemacht, genau. Deswegen fehlen mir schon ein, zwei Schnittchens. Mutti, hier fehlen ein paar Schnittchens. So. Dann werden wir... Wie machen wir das denn heute? So, dass ich einen geraden Schnitt versuche, hier reinzukriegen wieder. Ja. Ja, das klappt doch so. Ja, geht ja darum, dass wir wirklich ein bisschen wieder was aufs... auf unseren Silageberg bekommen. Ich möchte das Ding ja mal richtig vollrotzen. Das ist ja wirklich mein Plan. Weil dann brauchen wir uns darum nämlich nicht mehr kümmern. Ja. Dann wird das nämlich total unrelevant, der Silageberg. Und dann können wir uns eigentlich um gescheitere Sachen kümmern. Wie immer nur Gras fahren, diese Sachen hier wegfahren. Also langsam wird es auch mal Zeit, dass wir hier Kartoffeln an Land kriegen. Und andere Geschichten. Aber wo ich wirklich der Meinung bin, dass ich erstmal eine Runde Gras... Gras, sag ich schon. Warum ist das so wenig, was er da rausholt? Naja. Mais einfahren und dann das Feld da vorne kaufen. Direkt hier vor. Ne, hier ist ja dämlich. Hier ist nicht die BAG. Wir müssen auf jeden Fall ein Riesenfeld bei der BAG kaufen. Habe ich nicht verstanden, warum da jetzt kein Gras war. Aber gut. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ja, ein Feld bei der BAG hätte ich gerne, wenn ich ganz ehrlich bin. Mit Mais drauf. Die Futterstation, die Mischfutterstation hätte ich auch gerne. Ich weiß nicht mehr, was da alles reinkommt in die Mischfutterstation. Es kann ja nicht, weil dann hätten wir die automatische Mischfutterstation, haben wir ja auch als Mod, und die könnten wir dann hinstellen und dann würden die Kühe 100% fördern. Und ich glaube auch die Schweine, ne? Dann würden wir alles auf 100% hochkriegen, wenn wir die hätten. Aber da muss ich gucken, Leute. Da muss ich mir echt noch Gedanken machen, wie ich die ganze Kohle zusammenkriege. Weil wir haben zwar jetzt hier immer noch das Rapsangebot. Schätze ich mal, dass das Raps ist, ne? Der steht hier gar nicht mehr. Doch da. Ja, noch 7 Stunden. Letztes Mal stand da noch 5 Stunden. Schon komisch. Aber wenn wir jetzt auf die Karte gucken, wir haben ja leider noch keinen. Wo war das? Da. Wachstum, Ernte, reif. Dann kann man hier gucken. Fruchtsorte. Da haben wir Raps. Und da haben wir Raps. Und dann können wir einen zurück. Und da seht ihr, das wird noch etwas dauern. Das ist fast fertig. Da ist dann, das ist hier neben uns, Weizen wieder. Also ich glaube nicht, dass wir in 7 Stunden die Raps-Sachen fertig bekommen. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen.
oder weil sie noch nicht genug gekriegt haben. Deswegen verlängern sie immer wieder das Angebot. Das kann natürlich auch sein. Da kann ich mich halt jetzt auch gar nicht so zu äußern, ob das wirklich so ist. Vielleicht weiß das ja einer von euch, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ja, ich habe eh gerade ein bisschen mau bei mir mit den Kommentaren. Und daher schreibt es ruhig. Ja, schreibt ruhig rein. Ja. Oh. Erstmal abgesoffen, das Ding. Gleich schon wieder voll. Durch gute Stück. Wo ich wirklich viel lieber hinten auch noch ein Mähwerk hätte. Und dann einmal alles razzokal mähen. Und dann einfahren. Finde ich persönlich besser. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, du. Tja, was haben wir denn jetzt? 82% schon wieder. Gleich ist voll, Jungs. Gleich ist voll. Ja, sammeln den Scheiß ein hier. Weg mit dem ganzen Gedöns. Ich finde, es kommt wirklich wenig Gras von so einem Feld runter. Also ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber bei den anderen LS hätten wir viel, viel mehr runtergeholt. Kommt mir zumindest einfach so vor, dass das echt wenig ist. Aber könnt ihr mir ja auch schreiben, vielleicht findet ihr es ja auch realistischer. Realistisch ist es auf jeden Fall, weil so lang ist es ja nicht, ne? Wenn man das jetzt mal von der Seite sieht. Und so groß ist das Feld ja jetzt auch nicht unbedingt. Ende. Aus. Wegbringen, Mudi. Gas und Spaß. Na, wolltest du nicht beschleunigen? Hä? Kackst du dir so etwas ins Hemd? Und dann werden wir mal unseren Silageberg ein bisschen erhöhen. Na, ihr lieben Kühe, seid ihr am Schlafen? Jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich wieder da, hier ein bisschen aufstehen. So, ja, bringt bessere Milch. So, haben wir sogar schon wieder zu 100% verdichtet. Alter Schwede, ey, wir haben 20% jetzt gerade mal drinne im Sido. Alter Schwede, also da geht ja noch richtig was rein. Bisschen verdichten, würde ich sagen. 25% haben wir drin. Also ich gehe davon aus, dass wir wirklich noch oft. Das ist immer noch nicht fertig. Das kann doch nur ein Scherz sein. Naja, gehen wir halt noch ein bisschen Gras fahren. Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass er schon so weit ist. Ja, Milch haben wir letzte Folge oder vorletzte Folge ja auch weggebracht. Nee, vorletzte Folge. Ja, wer das noch nicht gesehen hat, da haben wir das erste Mal, jetzt haben wir ja auch zwei Milchwasseranhänger in dem Sinne. Und können in dem Sinne unsere Milch jetzt immer wegfahren, dann wenn wir es für richtig halten. Da waren wir.
Da habe ich mich doch gerade mal vertan, du. Das schon mal an, das umschalten und Gas. Oder liegt das an dem Mähwerk? Das würde mich ja auch gerne mal interessieren. Gibt es andere Mähwerke noch? Nö. Wir haben ja in dem Sinne schon das Tollste. Außer halt das für hinten. Oh, da brauchst du schon 190 PS für. Donnerwetter. Okay. So, weiter geht's. Ich hätte nämlich gedacht, dass es vielleicht noch andere Mähwerke gibt. Dass das jetzt so eine minderwertige Qualität wieder ist, wo du nicht so viel mit runterbekommst. Aber nö. Daher passt das schon. Ja, hier haben wir jetzt den Endschnitt gerade gemacht. Aber da oben war auf jeden Fall noch krass. Auf der Seite. Da müssen wir ja nochmal gucken. Ja. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. So. Habe ich irgendwie scheiße gemäht am Anfang. Jetzt sollen wir das hier nämlich auch mal machen. So. Den ganzen grünen Kram hier nämlich auch mal mitnehmen. Ist alles krass, alles krass, 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 krass. Alles, was ich brauche. Braucht das alles. Alles Grünzeug. Grünzeug ist alles meins. Sind alles Hanfblätter. Boah. Nee. Nein. Ich finde das nur zurzeit so echt heftig, ja, egal in welchem Spiel man spielt, es hat alles irgendwo was mit Drogen zu tun. Ja. In Far Cry dröhnen wir uns zu. In Alien hauen wir uns da irgend so ein Meth-Paket rein, um zu heilen. Nein, das sind ja halt normale Heildinger. Aber das ist schon sehr übel, mit wie viel Spiele zurzeit mit Drogen zu tun haben. Finde ich nicht richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Far Cry ist halt ein Spiel, wo man das machen kann. Aber es gibt halt auch andere Spiele, die das machen, wo ich finde, dass das überhaupt gar nicht passt. Jetzt drehen wir hier mal. Und gucken mal. Ja, hier. Flup, 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 flup. Nehmen das mal alles mit hier. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, wir kriegen die Scheiße schon alles eingesammelt. Aber ich werde auf jeden Fall gucken, ob wir fürs Mähwerk nicht wirklich hinten das Ding noch kaufen. Das geht erstens viel, viel schneller. Und zweitens können wir dann auch viel schneller hier die Scheiße fertig kriegen. Meiner Meinung nach. So, jetzt will ich hier mal gerade einen Schnitt dran langziehen, dass das hier auch mal ein bisschen vernünftig aussieht. So.
Hau ich. Sehr schön. Sieht nicht toll aus, sieht wieder alles aus wie bei Hempels unterm Sofa. Muss ich euch recht geben. Wie machen wir das? Ziehen wir jetzt außen erst einen dran lang? Ich würde sagen, ja. So, das nehmen wir auch alles mit hier. Ich hier hin. So. Oh. Wie letztes Mal. Ja, hier, der hier wohnt, irgendwo im Erdloch. Da braucht ja auch vernünftig Gras. Gras sage ich schon, vernünftig einen gemähten Rasen. Das geht ja nicht, dass es bei dem so scheiße aussieht hier. Ja, da wollte ich jetzt nicht mähen. Oh, jetzt habe ich wieder so eine Pissecke. So. Geht doch. Geht alles. Ich werde mal gucken, wie weit der Mähdrescher ist. Oh, es ist fertig. Ja, mir wird schlecht. Können wir schon mal einstellen. Und Gas machen. So, dann machen die nämlich auch weiter. Dann mache ich die Sämaschine gleich wieder an. Es wurde aber auch Zeit, dass der hier fertig wird. Ne, es ist immer noch nicht ganz fertig. Oder? Oh, was mache ich denn jetzt? So. Trotzdem scheiß da rein. Sämaschine können wir auch wieder anmachen. So, dann machen wir weiter hier. Schon. Alles klar. Ach Quatsch. Das. Und dann bringen wir den Kram jetzt hier weg. Fahren wieder zum Feld. Dass wir das jetzt so langsam abschließen können. Oder liegt das vielleicht auch mit an dem Ladewagen, dass der Ladewagen zwar aufhebt, aber nicht so perfekt alles aufhebt. Kann das auch daran liegen, Leute? Dass man so wenig darunter kriegt? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt einfach nur mal so hingestellt. So, da hätten wir das ganze Weizen, was auch schon fertig ist. Das können wir gleich auch schon abholen. Also abmähen. Aber erstmal bringen wir das jetzt zum Ladewagen, zum Haufen. So, ich sage immer vielen Dank fürs Einschalten bei Landwirtschaftssimulator 2015, Volkhorn 164. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ey. Tschüss.